Da ist sie. Ich hab die nicht so Platz mit dem kleinen Fledermaus. Oh, Mutter. Fledermaus. Happy Day! Ich finde das schön, wenn das Kind dann irgendwie so das. Wenn man selber weiß, kann sich nicht mehr daran erinnern an den Tag, wo man das erste Mal ohne Schützlinge gefahren ist. Und schön. Voller Tanz. Ich probiere mal das. Tür auf und nicht Tür zu. Jetzt geht eine Tür auf. Die sind richtig groß. Ja, auch mixed. Wow. Das sieht aus wie eine Kartoffel. Ja. Ja. Aber ich möchte morgen.
spielen. Morgen kannst du auch spielen, ja. Mhm. Heute Abend, wenn es dunkel ist. Ja, da sagst du immer, du bist dunkel. Ja. Man wird es immer dunkel, dunkel, dunkel. Und im Winter wird es ein bisschen früher dunkel. Typisch-Pflanze. Mami? Ja? Kannst du noch mich ins Bett bringen? Ja, ich muss die Suppe anmachen, dann kann ich dich ins Bett bringen. So, bin ich mal gespannt, was du mir gebastelt hast. Aha, guck mal, das ist nice, oder? Ja. Ist das schön oder ist das schön? 1000 schön. 1000 schön. Oh, das hat Daddy schön gemacht, oder? Aber das sieht 5151. Schön. Ja. Okay. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Wikipedia. Mein Name ist Julia und ich begrüße alle Neuen, die inzwischen dabei sind, alle neuen Abonnenten und Kanalmitglieder. Dankeschön für euren Support, dankeschön, dass ihr die Videos schaut. Ja, hier bin ich wieder. Ihr seht sehr ausgeruht und ich freue mich sehr gerade drauf, dass bei uns ein bisschen Routine reinkommt. Ich freue mich sehr darüber, ein Home zu haben. Es tut
tut einfach gut. Ich glaube, es tut mir auch gut und ich habe viele neue Ideen und viele Wünsche und bin aktuell voller Tatendrang. Ich habe euch ein paar Neuigkeiten aus dem Shop mitgebracht und von meinen Handarbeiten. Lass uns loslegen mit den Shop-Neuigkeiten. Und zwar sind bei uns neue, günstigere Versandkosten eingezogen. Wir haben einen neuen Vertrag bekommen. Ich bin so happy darüber. Das heißt, wir können sehr, sehr günstig für euch Sachen verschicken. Wer bei uns im Shop ab 100 Euro bestellen will, kriegt den Versand gratis nach Deutschland. Und ansonsten bis 100,99 €. Und in Europa, auch Schweiz, USA und Kanada verschicken wir für 9,99 €. Wir haben auch neue Option, falls ihr das als Geschenk verpackt haben wollt und eine Grußkarte beilegen wollt und wir können einen längeren Text ausdrucken und zum Beispiel in die Geschenkkarte, also in die Grußkarte, nicht in die Geschenkkarte, in die Grußkarte reinlegen. Geschenkkarten haben wir auch, aber das sind ja Gutscheine. Und wenn es eine kürzere Zeile ist, dann kann ich sie auch handschriftlich gerne eintragen. Also falls, je nachdem, wer wie viel Text mitschicken möchte. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu weit unten. Ich schiebe euch mal. Yay! Ja, ich sitze im Schlafzimmer und habe mich ein bisschen eingerichtet. Ich habe mich versucht einzurichten. Und das sind noch die alten Sammlers, wo ich all meine Sachen immer drin hatte. Ich verstaue ehrlich gesagt meine Handarbeiten und meinen Garnvorrat gerne in Sammlers, weil sie so halt geschützt bleiben vor allem möglichen irgendwie Kinder oder dass es auch irgendwie nicht dreckig wird. Aber ich bin trotzdem nicht ganz happy nach dem Umzug. Ich brauche mal irgendwie hier eine schöne Kommode oder sowas oder irgendwie einen schönen Schrank. Da muss ich mal gucken, was wir damit machen. Da lasse ich mich noch ein bisschen inspirieren. Bisher hatten wir ja alle Hände voll mit anderen Dingen zu tun. Und ja, da zeige ich euch auf jeden Fall noch ein paar Handarbeiten von mir. Neu bei uns im Shop kam auch ein, ich zeige euch mal unbedingt, ach, ich wollte was Lokales haben. Ich wollte unbedingt Garne haben, die irische Wurzeln haben. Und wir haben tatsächlich ein paar Färber gefunden und ich habe mich in die von Life in the Long Grass verliebt. Und ich habe lange überlegt, welche Mischung ich nehme, weil viele mögen natürlich diese Standard-Sockenmischung, ne, mit Merino 75% und 25% Polyamid. Und ich habe mich dann doch für die Luxus-Luxus-Luxus-Variante entschieden, weil ich dachte mir, es gibt ja inzwischen eigentlich eine große Auswahl an Handfärbern. Das ist für euch ja nicht wirklich was Neues. Aber ich dachte mir, ich nehme die schönsten Farben, die ich am tollsten finde, mit dem perfekten Garn, das wirklich so super, super, super gut aussieht und super weich ist. Und ich zeige euch. Und dann haben wir noch was Traditionelles. Genau. Also, Life in the Long Grass. Und sie färben in Irland. Sie haben eigentlich so ähnlich wie wir, haben sie auch nach einem Cottage lange gesucht, noch nach einem Haus. Und haben dann ein altes Farmhaus gefunden, was größer ist. Und nachdem sie es selber restauriert haben, haben sie angefangen, dort selbst auch zu färben. Also sie haben praktisch eine Produktionsstätte zu Hause aufgebaut. Und ja, wir haben uns mit denen verpartnert. Und ich bin so begeistert davon. Das ist eine Mischung aus Merino und Seide. So sieht es aus. Und die Färbung hier speziell heißt Barefoot. Sie färben per Hand, nicht mit Maschinen. Und jede Färbung sieht immer ein bisschen anders aus. Also das hier ist zum Beispiel auch Barefoot. Aber es sieht immer etwas anders aus. So schön. Und die achten natürlich darauf, dass ihr kein Mulesing Merino habt. Da haben wir auch natürlich einen Partner gesucht, der auch zu uns ganz gut passt. Und es ist zweifach verzwirnt, also kein Single Garn, sondern schön verzwirnt. Und der... Upsi! Warte, muss man hier kurz sein. Auf jeden Fall, der Zwirn-Effekt ist bei denen so schön, dass es auch so eine Art Perleffekt gibt. Das finde ich auch sehr toll. Ich verlinke euch natürlich wie immer alles in der Infobox, Videobeschreibung unter dem Video und will euch noch ein paar andere Färbungen zeigen.
haben wir hier zum Beispiel noch Jade Grey oder Jade Grey. Und ein anderer Strang sieht dann zum Beispiel so aus. Also eigentlich eine Basis auf Grau und dann mit so grünen und braunen Sprenklern. Also die sehen wirklich so edel aus. Das erinnert mich zum Beispiel sehr an eine Bibliothek. Schönes Mahagoniholz. Dabei muss ich an sowas sofort denken. Ja, barefoot natürlich, barfuß am Strand laufen. Echt schön. Ich überlege mir mal, was ich muss unbedingt was Schönes damit stricken oder häkeln. Wahrscheinlich eher stricken. Vielleicht ein schönes Tuch. Bei solchen Garn ist es bei mir immer nur so, ich traue mich dann fast schon gar nicht, etwas anzufangen, weil das, wisst ihr, es ist so ein edles Garn, dass ich mich, dass ich immer so ein bisschen Respekt vor habe. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. So, und hier haben wir auch noch eine schöne Rotfärbung. Augur geschrieben. Augur. 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 Wie auch immer man das aussprechen mag. Echt toll. Also so eine richtig schöne, edle, rote Färbung. Ich bin begeistert. Also wir haben auf jeden Fall noch mehr im Shop. Wir haben noch ein paar mehr Färbungen im Shop. Es ist einfach toll. Und es fühlt sich, so, so, so schön an. Das ist so weich. Es ist wirklich, es ist einfach nur, ja, es gibt einfach nichts Kratziges an diesem Garn. Es ist einfach nur weich. Weich, weich, weich. Genau, die kam rein und dann wollte ich noch was Traditionelles haben, was nicht ganz so künstlerisches Artwork, Art Design mäßig, sondern was richtig Traditionelles. Und ich konnte Galway Wool oder Galway Yarn finden. Das ist ein sehr traditionelles Garn, das ist die Farbe Natur und die stammt von den Schafen aus Galway. Die sind auch eingetragen, so dass man jedes Schaf nachverfolgen kann, von welcher Farm das halt eben kommt. Und das Garn ist jetzt natürlich nicht so weich wie Merino, also wie ihr euch vorstellen könnt, lokale Schafe, also auch in Deutschland ist es ja so, dass lokale Schafe nicht unbedingt die weicheste Wolle haben. Und so fühlt sich das auch an, also es fühlt sich nicht definitiv nicht wie die Moon von Life in the Long Grass. Also genau, Moon heißt die Sorte mit Merino und Seide. Und das ist 100% Schurwolle. Das ist auch eine Zweifachverzwirnung. Ich würde von der Stärke gleich sagen, Stärke irgendwo zwischen 2 und 4 oder vielleicht 2,5, ja doch, 2 und 4 mm, je nachdem, ob ihr das halt eben recht dicht gestrickt haben wollt oder lacy, also bei 4, vielleicht 5 sogar wird es lacy. Und die Wolle eignet sich sehr gut, wenn ihr halt so traditionell Strickjacken machen wollt, Westen, Überziehpolunder und alles Mögliche, ne, halt alles, was man irgendwie drüber zieht, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier drunter einen Top habe oder ein T-Shirt oder ein Hemd, dass ich da drüber zum Beispiel eine Weste oder einen Pulli ziehe oder eine Strickjacke, solche Sachen halt eben. Vielleicht eventuell auch sogar Beinstulpen, ne, die man auch über eine Strumpfhose oder so zum Beispiel zieht. Und das hier sind 250 Gramm, also die kommen in recht, ihr seht schon, das ist echt groß, also es ist wirklich sehr, sehr viel, obwohl sich das gar nicht schwer anfühlt. Ne? Also für 250 Gramm fühlt es sich sogar, also es hat nicht so ein Bruch, sondern es fühlt sich wirklich sehr, sehr leicht an. Und die sind natürlich für Färber ideal. Also falls ihr Lust habt, falls ihr Bock habt zu färben, das ist auch eine Alternative für euch. Das Garn ist möglich, so viel wie möglich Natur belassen. Es wird als Bio-Garn angepriesen. Es ist aber lediglich das eigene, also das Galway von der Vereinigung von den Galway Sheep, das eigene Siegel. Also sie versprechen, dass sie das als Natur belassen haben. Das ist halt ein Vertrauen, irgendwo eine Vertrauensbasis. Und ja, hier ist zum Beispiel noch ein Stück. Krass. Vom Schaf. Die riechen auch ein bisschen nach Schaf. Also vielleicht so ein bisschen, wie ihr das von Opal kennt. Halt ein bisschen anders. Aber so, ja. Also es ist nicht aufdringlich. Aber man riecht es einfach. Also es ist nicht mit Chemikalien ausgewaschen und gebleicht und so weiter. Sondern ja, es ist halt einfach. Also es ist gereinigt. Selbstverständlich werden die gereinigt, die Garne. Ja.
In Kombination mit weichen Garnen könnte ich mir daraus sogar auch schöne Kunstwerke vorstellen. Also wenn man da zum Beispiel einen weichen Faden beilaufen lässt, dass man da auch eine schöne Strickjacke und so macht. Ja. Es riecht nach Schaf. Man will unbedingt dran riechen. Ja. Und hier ist noch mein Wal. Kennt ihr den noch? Habe ich geschenkt bekommen. Ja, das waren die Garne aus dem Shop. Eine kleine Anmerkung habe ich noch zu Chia Gu Forte. Es gab vor einiger Zeit ein neues Set. Das waren die neuen Nadeln, die aus schönem Holz gefertigt waren mit einer Metallspitze von Chia Gu. Und zwar so eine Art Geschenkset oder Ganzset, falls man es haben möchte, mit den neuen Swift 360 Nadeln, die sich in sich selbst drehen, aber einen Memory-Effekt haben. Na, das ist nicht verheddert. Also das Seil kommt halt immer wieder zurück in die Gerade. Und aktuell, ihr könnt sie vorbestellen bei uns, aber aktuell werden sie nicht ausgeliefert, weil Chia Gu die nachbessert. Also die werden korrigiert und gehen dann neu in Produktion. Und dann werden voraussichtlich so dieses Jahr Juni, Juli erwartet, dass sie ausgeliefert werden können. Aber das ist nur eine ungefähre Angabe. Also Leute fragen uns dann auch, wird es denn auch wirklich definitiv dann ankommen? Das wissen wir halt nie. Also wir bekommen ungefähre Angaben, wann Chia Gu ausliefert. Und dann entweder es kommt oder es kommt nicht. Manchmal kommt es auch früher, manchmal später. Also ja. Okay, dann lasst uns mal. Ich habe noch während des Umzugs einige Sachen. Ups. Einige Sachen gefunden. Es ist einiges aufgetaucht. Ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass ich meine Schlauchdingens noch habe. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich die schon gespendet hatte. Aber die waren in den Tiefen der Kartons versteckt. Das muss ich mal kurz zeigen. Das war auch ein Spaß, das zu häkeln. Das ist so ein Self-Striping, also ein Schlauchding ist, was sich von alleine, also ein Muster, was sich von alleine streift. Und praktisch nur durch den Verlauf, oder das zweite ist ja kein Verlauf, das zweite ist ja hier weiß, praktisch nur durch den Verlauf und durch die Häkeltechnik diese Streifen entstehen, also dass ihr nicht die ganze Zeit den Farbwechsel selber machen müsst. Das war echt ein Spaß. Das ist ja ein Twinkles-Garn. Ich glaube, das müsste Anemone sein. So wie es aussieht, ich glaube. Ja, ich glaube, es ist Anemone. Was haben wir da? Das habe ich damals noch in Franken gemacht. Ja, da haben wir unser Wohnzimmer auch so ähnlich mit Holz ausgekleidet gehabt. Wir haben schon immer einen Hang zu Holz. Ich mag Holz. Holz ist schön. Holz ist wirklich toll. Gibt ein schönes Raumklima. Ist immer angenehm weich. Und ja, und dann habe ich noch das Schlauchdingens gefunden. Das ist das Lady Version Schlauchdingens. Da habe ich grau und einen pink-lila Verlauf verarbeitet. Dazu habe ich ein spezielles Set. Ja. Line Set Purple. Ach, das war auch eine Freude. Cool. Ja, war total, total spannend, alte Sachen mal wieder zu entdecken und zu gucken, was ich damals so alles gearbeitet habe. Wartet mal, lass mich das mal zusammenrollen. Hat auch Spaß gemacht, mal wieder Schränke einzuräumen, einen festen Platz zu haben dafür. Gut, das ist jetzt kein Schrank. Ich habe es jetzt hier, wie gesagt, in die Sammlers gepackt, damit es gut vor allem Möglichen geschützt ist. Das hier habe ich wieder gefunden. Kennt ihr das noch? Das ist noch aus der Schweiz. Das ist Rosy Greenwood. Das ist Biomerino in der Farbe Natur. Und das ist auch eine Anleitung, die ich gemacht habe. Das ist ein Granny Square. Das heißt Woolly Flower. Da habe ich eine Mütze daraus gemacht. Ist das nicht cool? Total süß. Das ist so süß. Das ist so putzig. Ich find's voll toll. Es riecht auch sogar ganz, ganz leicht nach Schaf. Aber minimal. Also ich glaube, das ist gut, recht gut bearbeitet. Ja, Rosy Greenwood färbt sie ja auch anschließend, deswegen, ja. Dann habe ich noch mein Tischset wiedergefunden.
das Crossroads. Ich habe übrigens ein paar Handarbeiten in den Shop eingestellt, also direkt Handarbeiten, falls ihr das fertige Werk haben wollt, also wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne shoppen. Ich habe ein paar Sachen eingestellt. Ja. Also normalerweise mache ich das nicht, weil mir tatsächlich die Zeit einfach dazu fehlt, zum Handarbeiten und die Handarbeiten zum Verkauf einzustellen. Aber ja, dann habe ich noch die Aquarius-Decke wiedergefunden. Das war eine Decke, die ich für die Kinder gemacht habe. Die habe ich gestrickt. War aus dem Verlauf Aquarius. Hat auch total Spaß gemacht. Einfach ein Quadrat. Ja. Ach, total schön, so alte Schätze zu entdecken. Ja, da habe ich meine beiden drunter gehabt, als sie klein waren. Das war auch sehr süß. Guck mal hier. Und ein Babybody aus der Lamana Cosma ist aufgetaucht. Modal und Baumwolle-Mix. Die Anleitung habe ich im Magazin drin. Wikipedia-Magazin, das ich damals erstellt habe. Wird mal Zeit für Volume Nummer 2, ne? Für zweite Auflage oder zweite Version. Bist du mal wieder Anleitung zusammentragen, drucken. Und dann ist noch die Babydecke aufgetaucht. Das war damals der erste Verlauf von Perfect Day. Und da habe ich noch eine Anleitung von einem Tuch kombiniert. Das wollte ich ursprünglich durchgängig machen. Also ich wollte die wollte ich durchgängig nach oben machen, habe es dann aber doch gelassen, weil da war meine Maus ganz, ganz frisch auf der Welt. Und ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich habe sie bei mir mal auf der Brust gehabt. Sie hat immer bei mir auf mir drauf geschlafen, also wirklich frisch, nachdem sie geschlüpft ist. Aus dem Ei geschlüpft. Und habe dann nebenbei gestrickt, also sie lag immer so bei mir drauf. Ich habe immer so gestrickt. Und es war mir immer ein bisschen schwierig mit seitlich immer gucken, wegen dem Muster, weil ich immer nachschauen musste. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich stricke einfach kraus rechts durch. Nur rechte Maschen, da muss ich nicht denken, nicht gucken. Und mir hat auch einen Spaß gemacht. Der Verlauf, der Farbverlauf. Das war übrigens ein Foto Colors. Da haben wir ein Foto mit Titti gehabt. Und daraus ist es entstanden. Ja, da war er auf einer Bank, auch im Frankenwald. Da war er draußen auf einer Bank, war mir beim Pilz. Und der war mit uns immer spazieren. Ja, Titi war ein toller Kater. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ja, und da ist ein ganz, ganz schönes Bild entstanden. Und daraus haben wir dann den Verlauf. Perfect Day gemacht. Das ist inzwischen schon in neuen Generationen da. Das sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen farbenfroher. Aber ja. Ach, schön, es wieder zu haben. Ist echt toll. Es wärmt schön. Kann man gut draußen nehmen zum Spazieren gehen. Gefällt mir gut. Oder dann halt eben runterziehen. Mehr, falls einem kalt ist. Falls man irgendwie draußen am Feuer sitzt oder so und sich so ein bisschen ein über so eine Art Poncho braucht. Ja, schön. Schöner Verlauf, gefällt mir. Ja, und meine Haare sind neu. Wie ihr seht, ich habe fast nichts mehr von meinen Haaren da. Mein Mann hat mich abgeschnibbelt. Ich habe das so unterteilt in drei Sektionen. Einmal hier oben, dann hier hinten und da. Also ich habe praktisch drei Haargummis verteilt auf dem Kopf. Und dann hat der nur gerade durchgeschnitten oder soweit gerade halt eben geht mit einer Handarbeitsschere oder mit einer Bastelschere, ist ja nicht eine Handarbeitsschere. Also für meine Handarbeit nehme ich das immer. Und ja, also Corona macht immer kreativ. Seitdem schneide ich auch für die ganze Family mal die Haare. Ich mache immer bei Chris immer den Schnitt. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Heißt es irgendwie Pixie oder Fasson-Schnitt oder so? Ich glaube, bei Frauen heißt es Pixie, bei Männern Fasson. Ich weiß nicht. Schon lange her, dass ich beim Friseur war und wir dann gesagt haben, was wir für einen Schnitt haben wollen. Und ja, also ihr seht, ich trage ja sowieso immer Zopf. Ne? Das ist also eigentlich ist das bei mir so ein Bob-Schnitt nach vorne. Sieht man jetzt noch nicht viel, weil ich habe ja eh immer Locken. Ne? Ihr seht ja, ich habe immer Locken. Und da sieht man nicht viel. Also das fängt hier an
und geht dann in Stufen nach vorne. Aber auch so ein Tutorial, den ich mir aus dem Internet, glaube bei Pinterest habe ich den entdeckt. Ich habe mal irgendwie eingegeben, cut your hair DIY oder sowas oder cut your hair yourself oder sowas und dann war da was dabei. Aber im Grunde genommen ist es egal, welchen Schnitt ich habe. Ich trage sowieso immer Zopf. Entweder ich flechte mir ein oder ich mache einfach nur einen Zopf. Und ja, ich wollte einfach nur die Matte runter haben, weil die Haare haben auch schon gut was mitgemacht die letzten Jahre. Und es ist so ein bisschen leichter. Man hat dann nicht mehr so viel auf dem Kopf und können dann wieder neu wachsen. Vielleicht mache ich nochmal wieder Strähnchen. Dann kriegst du mir Strähnchen rein. Mal gucken, wie ich so Lust habe. Ja, aktuell ist es auf jeden Fall praktischer, die gerade ein bisschen kürzer zu haben. Weil nicht so viel. Aber ich habe wirklich sehr dichtes Haar. Ich habe auch immer sehr viel Gewicht. Und aktuell ist es einfach angenehmer, ein bisschen leichter, ja. Mein Teekal anschauen. Das kennt ihr ja schon. Und das letzte Mal waren wir bei Block 6, habe ich euch verfilmt. Das ist unsere Bio-Merino-Wolle. Und ich habe dafür speziell ein Garnset erstellt für diesen Kall. Und angefangen haben wir in der Mitte. Und der erste Block waren ganz normale tunesische Standardmaschen, also praktisch der tunesische Basisstich. Bei dem zweiten Block hatten wir ein bisschen Stranded Colorwork. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist echt toll geworden. Mag ich sehr, sehr, sehr. Und dann gingen wir weiter. Dann gab es keltische Zöpfe. Das war auch ein Spaß, sage ich euch. Das war sehr, sehr cool. Ich finde, die kommen hier bei dem Farbwechsel gar nicht so gut zur Geltung. Nadine hat ein Garn, Magma hat sie sich bestellt und da hat sie euch gezeigt auf Instagram. Da hat sie alles nur in Grau gehabt und das sah sehr toll aus. Dann haben wir weitergemacht mit dem tunesischen Patentmuster. Dann hatten wir den Füllstich, also alles tunesisch, tunesischer Füllstich. Und der letzte Block war das Muster Fern oder Farn. Und da fragt ihr euch natürlich, okay, wo ist jetzt hier der Faden? Wo ist jetzt die Nadel? Warum macht sie nicht weiter? Und der letzte Block müsste doch eigentlich viel, viel größer sein. Ja, habt ihr vollkommen recht. Und ich habe eine neue Teekal gestartet. Die Decke, so wie sie ist, die kriegt Chris. Er wollte sie unbedingt haben als Unterlage. Und ich habe tatsächlich einen Wechsel gebraucht für die Farbe. Ja, ich zeige euch mal. Passt auf. Ich habe ein neues Set erstellt, das heißt Jeans and Roses. Das passt perfekt unten zu unseren Vorhängen. Ja, und ich hab den Kindern versprochen, dass sie die Decke kriegen zum Zudecken. Die konnte ich mir unten auf der Couch nicht vorstellen, deswegen kam der Farbverlauf. Und das habe ich schon dazwischen angefangen. Und die Zwischenabschnitte, also die Zwischenstreifen, die Trennstreifen, mache ich mit der weißen Farbe. Also ich habe mal was Helles diesmal genommen. Und zur Abwechslung, damit ihr dann auch seht, wie das aussieht, ich mache die Trennstreifen nicht mit linken Maschen, also dass es kraus aussieht, kraus rechts, krass rechts, sag immer krass rechts, kraus rechts, sondern einfach nur der Basisstich, der tunesische Basisstich. Ja, ist auch eine sehr, sehr schöne Alternative. Hier mal wieder Block Nummer 1, der Basisstich, dann das Muster, ja, ich zeige euch das so am besten. Stranded Colorwork, das kommt mit den Farben so schön raus. Es sieht wirklich sehr cool aus. Ging auch flott von der Hand. Also ich habe mir noch die Anleitung beibehalten. Ich musste nur kurz reingucken. Okay, die Reihe so. Und auch die Zöpfe. Viele von euch haben Angst. Ich habe schon mal gehört, ihr traut euch nicht, weil die Zöpfe und so weiter sieht recht kompliziert aus. Ich muss euch wirklich sagen, das ist es nicht.
Also ist es definitiv, gerade mit dem tunesischen Häkeln, ist es viel, viel leichter als Stricken, bei, vor allem wenn jemand ein bisschen Angst vom Stricken hat. Also die Stricker unter euch, ihr könnt das. Wenn ihr schon mal einen Zopf gemacht habt, ihr könnt das, kein Problem. Für euch wird es wahrscheinlich sogar, wenn ihr seit 20 Jahren strickt, für euch wird das super einfach sein. Aber für die Häkler vor allem, die einen Stricklook wollen, dafür ist es wirklich sehr, sehr cool. Und das ist ein Riesenspaß. Und jetzt aktuell bin ich beim tunesischen Patentmuster. Da mache ich den Block, genau, Block Nummer 4. Das nächste Voting für die Kanalmitglieder in der Community kommt. Also ihr dürft selbstverständlich entscheiden, was ihr im Block Nummer 7 sehen wollt. Falls ihr Wünsche und Ideen habt, wie immer in die Kommentare reinschreiben, damit es im nächsten Voting, damit ich das berücksichtigen kann. Also falls ihr ein bestimmtes Muster unbedingt sehen wollt, schreibt es mir bitte, 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 bitte rein. Ja. Ach, ein Riesenspaß. Macht mir gerade total Freude, zum Frühstück vor dem Ofen zu sitzen oder mit dem Kaffee mit meinem Mann zum Frühstück zu sitzen. Wirklich, es macht einfach Freude. Wohin? Wohin? Okay, ich pack's hier. Ich pack's mal aufs Bett. Genau. Und dann, oh, an Weihnachten. Es war so schön, Weihnachten hier zu verbringen. Ihr glaubt's gar nicht. Weihnachten im eigenen Haus, es war so toll. Und wir haben uns dieses Weihnachten mit DVDs eingedeckt. Bei uns ist das Internet hier richtig, richtig schlecht. Also wir wohnen im Wald, was total schön ist. Aber das Internet ist natürlich nicht so gut. Und da haben wir uns gedacht, wir decken uns mit DVDs ein und haben bei Medimobs bestellt. Echt trockene Lippen heute. Sorry. Und ja, da haben wir uns einen DVD-Player besorgt und noch ein paar Spiele für die Kids. Und es hat, ich weiß nicht, es war... Wahrscheinlich kam ich einfach mal seit einigen Jahren zu mir und konnte mal wieder Zeit, oder ich habe mir auch wirklich Zeit für mich genommen, um mal zu gucken, worauf habe ich wirklich Lust, was will ich handarbeiten, was macht mir Freude. Und es war wirklich, ihr kennt mich ja, Socken stricken, überhaupt nicht, gar nicht mein Ding. Ich habe mich immer versucht, Socken häkeln, tunesische Socken und wenn Socken stricken, na, dann eher so das Nadelspiel vermeiden und Alternativen suchen mit Chiagu oder der Zwei-Nadel-Socke, was übrigens auch sehr viel Spaß macht. Video verlinke ich euch auch. Es ist ein sehr beliebtes Video. Zwei Nadelsocke mögen sehr, sehr viele. Also wenn ihr Angst vorm Nadelspiel habt zum Sockenstricken, schaut euch unbedingt die Zwei Nadelsocke an. Das kriegt ihr locker hin. Also wenn ihr linke und rechte Maschen könnt und wenn ihr es nicht könnt, bringe ich es euch im Video bei. Und ich hatte, das war wirklich, wir hatten ein paar Tage Filme geguckt, war total entspannt, wir haben gut gegessen und es war so richtig so, ich habe total Lust, Socken zu stricken. Das war wirklich wie so ein Switch. So von einem Tag auf den anderen oder von einem Moment auf den anderen. Ich habe Lust, Socken zu stricken. Okay. Und ich dachte mir, ich lege jetzt aber eigentlich einfach los, sondern ich klicke mich mal ein bisschen durchs Internet, was denn so Sinn macht, was sind so die besten Maschenanschläge, die besten Heels, das beste Abketten. Und habe mir da so Notizen gemacht, habe mich durchgeklickt, Videos geguckt. Chris konnte schon in einem Tag, hat er gesagt, ist doch irgendwann genug. So, wie viele Videos von Socken müssen wir noch angucken? Weil wir wollten eigentlich Filme an Weihnachten und über Neujahr gucken. So, ne? Und ich habe mich dann wieder den ganzen Tag nur mit Socken beschäftigt. Aber am nächsten Tag ging dann wieder unser Videomarathon und Filmmarathon weiter. Und ich habe dann angefangen, Socken zu stricken. Und die ersten Socken, die ich gemacht habe, da hat sich Leo Wolle ausgesucht und er hat Jade und Schwarz genommen und er hat den Verlauf Kopang Toe genannt. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es passt zu Toe-Up-Socken. Vielleicht hat er das den ganzen Tag bei mir gehört, Toe-Up, Toe-Up, Toe und hat es Kopang Toe genannt. Und die Socken waren eigentlich tatsächlich für Leo gedacht. Und die habe ich gemacht mit einem provisorischen Maschenanschlag. Dann ging es weiter zu einer normalen Spitze und eine Bumerang-Ferse mit verkürzten Reihen. Die verkürzten Reihen habe ich so gemacht, da habe ich mir auch ganz viel angeschaut, Blogbeiträge gelesen und Videos geguckt, dass der Übergang gleichmäßig ist. Also normalerweise beim, wenn ihr die verkürzten Reihen, wenn ihr die Bumerang-Ferse macht, sieht so ein bisschen verdreht aus. Und ich habe alles gemacht oder alles versucht, damit der Übergang richtig gleichmäßig ist. Also, dass sich irgendwie die Maschen der Rundung anpassen. Und habe ich euch eine Anleitung gedreht,
für alle, die jetzt wirklich super Angst haben, ich habe sie super, super, super einfach gemacht. Ich habe sie so einfach wie möglich gemacht, dass selbst wenn ihr noch nie gestrickt habt, dass ihr sogar mitmachen könnt. Also alle, die Angst haben vor dem Sockenstricken, probiert sie unbedingt aus. Dann ein normaler Schaft. Und ich habe beim letzten Farbwechsel dann angefangen, das Bündchen zu stricken. Drei rechts, eine links und elastisch abketten. Das seht ihr jetzt, glaube ich, wirklich, na, bei dem Schwarzen erkennt ihr das, glaube ich, wirklich ganz schlecht. Ja, und beim elastischen Abketten, da habe ich auch noch eingebaut, dass ihr die letzte Masche dann so vernäht, dass man den Anfang und das Ende nicht mehr sieht. Die Socke ist hier ein bisschen enger geworden. Da habe ich in der Zwischenzeit mit einem Nadelspiel gearbeitet, um mal zu gucken, was mir so am besten liegt, was mir so am meisten Spaß macht. Und ich bin dann doch zu den Nähkurs von Diane zurückgekommen. Ach, das ist wirklich, ich sag euch, das ist so eine tolle Erfindung. Also Diane, danke, 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 was du da geleistet hast. Die machen wirklich Spaß. Also ich finde es toll mit den Nadeln, dass man das jetzt mal einfach liegen lassen kann. Es fällt nicht raus, weil ich ja beim Nadelspiel immer ein bisschen Angst, dass es rausfällt. Man hat nicht so viele Punkte vom Übergang. Und am Anfang wirkt es vielleicht so, dass man viel fummeln muss. Aber man findet sich ziemlich schnell ein. Also sobald ihr eigentlich eine Socke gestrickt habt, habt ihr euch reingefunden. Und ihr wisst dann schon, wie ihr die Nadeln bewegen müsst, damit es gut passt. Und dann habe ich mir zwei meine Lieblingsfarben bei Modal rausgesucht. Also es sind nicht die Lieblingsfarben. Ich mag ja sehr, sehr gerne auch rosa und grau. Aber mit unter zwei Lieblingsfarben war Hortensia und Jade und habe daraus den Verlauf Skylar gemacht. Und habe für Leo nochmal neue Socken gemacht, weil die hat dann Skylie bekommen. Also wir haben geswappt. Die Leo-Socken hat Skylie bekommen, weil die sind ein bisschen kleiner ausgefallen. Und ich habe dann nochmal größere für Leo gemacht und er hat dann Leo bekommen und er trägt sie. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, wo sie sind. Der hat sie danach getragen und 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 getragen. Keine Ahnung, wo sie gerade sind. Vielleicht ist sie schon durchgelaufen und er traut sich nicht, die zu zeigen. Also hat sie jeden Tag angezogen. Und oh, er hat sich so gefreut, als sie fertig waren. Das hättet ihr mal sehen müssen. Wirklich, der hat... Toll. Also das ist natürlich ein schönes Geschenk, wenn man sich Mühe macht und handarbeitet und die Kinder lieben es und mögen es tragen. Weißt du nicht so? Tschüss. Die läuft immer barfuß, aber er liebt es sehr. Und ja, die PDF dafür ist fertig. Ich habe euch eine sehr, sehr ausführliche, zahlreich bebilderte PDF-Anleitung gemacht. Also auch für Anfänger geeignet, verlinke ich euch auch. Und an dieser Stelle, ich suche Teststricke. Also die Anleitung ist online, ihr könnt sie shoppen. Machen wir einfach mal in dem Video einen 20% Rabatt. Genau, machen wir das einfach mal spontan. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die mit 20% Rabatt shoppen mit dem Code TOWUP. Ihr tragt das einfach während des Bestellprozesses ein. Also wenn ihr eure E-Mail-Adresse eingebt, darunter fragt euch der Shop und dann könnt ihr den Rabattcode eingeben. Und alle, die Lust haben, Test zu stricken, also es ist verfügbar, ihr könnt es downloaden, aber ich möchte trotzdem noch einen Teststrick bis Ende Februar durchlaufen lassen. Falls es doch irgendetwas nicht klar ist oder dass ihr mal schaut, ob eventuell Rechtschreibfehler drin sind oder irgendetwas unklar ist, vielleicht etwas fehlt, wie auch immer. Und wenn ihr Lust drauf habt, gerne auch Anfänger, schreibt mir einfach an info@wikipedia.de. Wenn ihr einen Instagram-Account habt, wenn ihr einen YouTube-Channel habt, schreibt mir gerne dazu, wer ihr seid. Ne? Das ist ein Link dazu, dass ich euch finde. Und bis Ende Februar geht das. Wichtig wäre mir halt vor allem, wie gesagt, dass ihr das checkt, dass mit der Anleitung alles okay ist. Und es wäre toll, wenn ihr noch schöne Bilder anfertigt von euren Socken. Ihr könnt jede beliebige Größe arbeiten, mit jeder beliebigen Stärke, jedem beliebigen Garn. Einfach nur die Anleitung prüfen, dass die Anleitung passt. Das wäre mir wichtig. Ja, gerne willkommen, meldet euch. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Teststrick. Das ist auch wichtig, also ich bin da auch sehr dankbar, wenn ihr das macht, weil einfach das die Qualität der Anleitung nochmal verbessert. Und wo wir gerade beim 20% Angebot sind, Morgen Design. Liebe Jasmin hat vor einiger Zeit ein wunderschönes Sokello-Tuch gefertigt und eine Anleitung veröffentlicht. Und sie hat aktuell ein Angebot für die Anleitung laufen auf ihrer Webseite für ihre Anleitungen. Und dazu haben wir auch ein wunderschönes Set. Das Sokello-Tuch-Set. Sie hat zwei Modalmischungen kombiniert, vierfach, einmal in 800 Meter und einmal in 1200 Meter. Auch sehr, sehr schöne blaue Töne mit Jade und passend Himbeere dazu. Also hat sie sehr, sehr toll gewählt und das Tuch sieht
wirklich edel aus. Das kann ich mir sogar auch sehr gut vorstellen in weißen Tönen, falls man vielleicht ja, was ganz Helles arbeiten will. Weiß-Grau kann ich mir sehr gut vorstellen. Allgemein alle Farbkombis. Also sie kombiniert die Farben so gut, die gegeneinander laufen, zwei Farbverläufe, die gegenläufig laufen, dass es einfach schön fürs Auge ist, dass es total angenehm fürs Auge ist. Und da könnt ihr selber dann auch mit Farbverläufen spielen. Aber speziell für ihr Tuch, so wie sie das gehäkelt hat, haben wir nochmal ein Set da. Modal natürlich super weiches, atmungsaktives Modal. Naturfaser, ja, auf Holzbasis, aus Buchenholz hergestellt. Sehr, sehr weiches Garn, was übrigens auch unsere Socks sind, was ich euch gerade gezeigt habe in den Socken. Unsere Socks fertigen wir auch aus Modal und das Tolle an dem Garn ist, es ist wirklich super weich. Also falls ihr jemanden bei euch in der Familie habt, der Wolle gar nicht mag, der Probleme mit Wolle hat und sagt, oh nee, meine Oma hat mir früher immer Socken gestrickt und das hat gekratzt und ich finde es furchtbar. Also es gibt ja sowas, bei mir war das ehrlich gesagt auch so, meine Omas, die mir die Sachen gemacht haben, die waren auch immer kratzig. Aber trotzdem habe ich jetzt nicht die Freude am Stricken verloren. Und die sind wirklich so, so weich. Es ist einfach so weich, Modal zu tragen und damit zu arbeiten. Es ist wirklich sehr angenehm. Und das Tolle an Modal ist auch, das ist elastisch. Und es findet halt auch später immer in seine Form zurück. Ich empfehle zwar immer Handwäsche, aber ich weiß, unter meinen Strickern gibt es halt auch viele Leute, die Modal einfach so in die Waschmaschine reinwerfen und sogar in den Trockner und sind damit happy. Ja, also das Material hält wirklich viel aus, es trägt sich toll, aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Also wenn nach Möglichkeit, wenn ihr wirklich lange Freude dran haben wollt, macht lieber Handwäsche. Aber ich weiß, dass, dass viele das einfach so mit reinwerfen, ja. Genau, ein Channel möchte ich euch noch empfehlen, Katrinchen Kirschblüte. Die habe ich vor kurzem neu entdeckt und sie hat auch gerade aktuell ein Angebot für unseren Shop für euch. Ich verlinke sie euch. Sie macht viele Anleitungen, sie macht auch Podcasts, sie zeigt, was sie handarbeitet. Sie hat Handarbeiten aus verschiedenen Bereichen, also sie häkelt oder strickt nicht nur, sondern sie macht auch verschiedene andere DIY. Und vielleicht mal, falls ihr noch neue Podcaster, Strick-Podcaster oder Handarbeits-Podcaster, Vlogger, wie auch immer sucht, schaut doch gerne mal vorbei. Und sie hat einen Code für euch, für unseren Shop. Heute haben wir ganz viele Codes, also es macht Spaß, Sachen zu verschenken. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön für euren Support und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.